Am 4. Mai 1904 trafen sich einige Jungs im Schatten der Zeche Konsolidation, um zu kicken. Doch sie hatten einen größeren Traum, ein Spiel gegen den Lokalrivalen. Und so gründeten sie Westfalia Schalke, heute bekannt als FC Schalke 04. Weißt du noch, vor fast 2 Jahren, was hier los war? Oh ja, daran kann ich mich noch genau erinnern. Ein toller Tag. Danach bin ich mit dem Bus zur Glückaufkampfbahn gefahren, denn so weit tragen mich meine Beine nun wirklich nicht mehr. ...1928 eröffnet, feiert der Club hier seine ersten Erfolge. Zwischen 1934 und 1942 gewann man 6-mal die deutsche Meisterschaft. Der Schalker Kreisel um Ernst Kozora dominiert den deutschen Fußball. Doch dann kam der Krieg. Die Glückaufkampfbahn wurde zerstört. Bis sie wieder zu bespielen war, vergingen einige Jahre. Auch heute wird die Kampfbahn noch genutzt. ...1958 dann die letzten Erfolge in der Glückaufkampfbahn, die Meisterschaft und der damit verbundene Einzug in den Europapokal der Landesmeister, in den man es ins Viertelfinale schaffte. 1973 erfolgte dann der Umzug ins Parkstadion. Dort erlebte der Verein Höhen und Tiefen. Unter dem neuen Manager Rudi Assauer steigt Schalke 2-mal ab, was 1986 zu seiner Entlassung führt. Es folgen weitere wilde Jahre, bis man sich 1996/97 nach 19 Jahren endlich wieder für den UEFA Cup qualifizierte. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte wurde in der darauffolgenden Saison gefeiert. Unter Trainer Huub Stevens holte man den UEFA Cup. Wilmots kommt jetzt und das drückt auf den Schultern von Roy Hodgson. In das Ding und der FC Schalke hat es. Der FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996/97. Im Elfmeterschießen, liebe Zuschauer. Ich darf mich jetzt nicht selber übertreiben. Am 13. August 2001 eröffneten die Knappen ihr neues Zuhause, die Arena auf Schalke. Der 1993 zurückgekehrte Manager Assauer war maßgeblich am Bau der Arena und am sportlichen Erfolg beteiligt. Der FC Schalke hat turbulente Zeiten hinter sich. Auch in dieser Saison wird ein Abstieg kaum zu vermeiden sein. Aber wenn 1000 Freunde weiter zusammenstehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen. Wir sind Schalke!